Jetzt geht es um die Wurst. Und der Dresdner SC schiebt gleich einmal die Favoritenrolle gegen Bayern. Die Roten Raben Vilsbiburg können die Finalserie in Bestbesetzung spielen. Pünktlich zum Showdown sind alle Spielerinnen fit. Ganz anders das Bild beim DSC. Neben Rebecca Perry fehlt jetzt auch Elisa Izquierdo. Die gefährliche Außenangreiferin verletzte sich im alles entscheidenden Halbfinale. Für sie ist die Saison zu Ende. Natürlich bin ich auch auf einer Seite enttäuscht, aber ich weiß, dass mich das nicht zurücksetzen wird. Ich werde nächste Saison weiterspielen und Nationalmannschaft habe ich ja auch noch, habe ich jetzt auch meine Einladung bekommen. Aber ich weiß, dass die Mädels das packen werden. Hinein ins Spiel, 3000 Fans verwandeln die Margon Arena einmal mehr in die Margon Hölle. Und das bekommen auch die Roten Raben zu spüren. Dresden beginnt hochkonzentriert, mit viel Leidenschaft und einem starken Block. Die Zuspielposition bei den Roten Raben hat übrigens mit Linda Helterhoff eine waschechte Dresdnerin inne. Obwohl die etatmäßige Nummer 1, Jenna Hegland, wieder im Aufgebot steht, erhält die Sechsin den Vorzug. Wir haben wirklich wieder lang drüber überlegt, welche Zuspieler wir anfangen. Linda hat den ruhigeren Eindruck gemacht und auch den stabileren Eindruck im Training. Doch auch Linda Helterhoff kann den Druck der DSC-Mädels nicht erwehren. Jaroslava Penchova macht auf den ersten Satz den Deckel. Dresden gewinnt Durchgang 1 mit 25:19. Der zweite Abschnitt und es wird enger. Zunächst kann Vilsbiburg vorlegen, doch dann dreht der DSC auf. Katharina Schwabe mit dem Monsterblock 16:14. Die Halle flippt aus und der Trainer, der macht einmal mehr den Animateur. In den Playoffs, da ist echte Zeit für Gefühle. Es macht unheimlich viel Spaß zurzeit, weil einfach die Leute, die haben unheimlich Lust mitzumachen und aufzustehen und die Mädels zu unterstützen, schon bei 6-7 Punkten. Das ist echt gut, macht auch der Hallensprecher echt gut. Und da merkt man es gar nicht, dann klatscht man automatisch irgendwie ein bisschen mit, das mache ich sonst eigentlich nicht. Nicht ganz im Rausch, auf alle Fälle aber hellwach bleibt der Dresdner SC. Dieser Ballwechsel zeigt die ganze Entschlossenheit, mit der sich die Gastgeberinnen präsentieren. Auch den zweiten Satz gewinnen die Weibeldamen 25:22. Der dritte Durchgang wird dann ein echter Krimi, auch weil die Roten Raben ihre Ladehemmung ablegen. Doch Dresden hält dagegen. Gerade Christina Michalenko macht wichtige Punkte. Sie ist mit 14 Zählern am Ende auch die fleißigste Punktesammlerin beim DSC und sie darf den fünften Matchball verwandeln. Mit 29:27 gewinnen die DSC-Schmetterlinge den Satz und damit auch das Spiel. Der selbsternannte Außenseiter fühlt sich in seiner neuen Rolle pudelwohl. Das Entscheidende ist einfach, dass wir uns darüber im Klaren sein müssen, wir und alle Menschen, die hier in die Halle kommen, dass sich an den Umständen nichts geändert hat, dass sich an der Erwartungshaltung nichts ändern sollte. Sondern dass jeder weiß, dass das jetzt ein Sieg war gegen einen Gegner, der heute nicht so gut gespielt hat und dass die Rollenverteilung weiterhin klar ist. Wir sind klare Außenseiter, Vilsbiburg ist klarer Favorit. Wir wussten von vornherein, dass Dresden eine sehr gute Mannschaft ist und dass sie daheim wirklich stark sind, besonders mit den Fans, die waren heute extrem laut. Jetzt haben wir Heimspiel, das ist, denke ich, ein kleiner Vorteil für uns. Dass jetzt Dresden 1-0 führt in Spielen, denke ich, hat jetzt noch keine Bedeutung, man wird jetzt sehen. Das Rückspiel und dann sind die Karten, denke ich, neu gemischt. Naja, in Holland haben wir eine Ausrückung, die ist der erste Hit, zählt Dübbel. Und wir sollen mal sehen, wie es jetzt weitergeht. Aber auf jeden Fall ein gutes Gefühl, ist, die erste Step zu machen. Spiel 1 um die deutsche Meisterschaft geht an den Dresdner SC. Am Dienstag gibt es bereits das nächste Aufeinandertreffen, dann in Vilsbiburg. Das Team, was zuerst 3 Spiele gewinnt, ist deutscher Meister.